Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um den Amazon Echo Spot. Ich besitze den Spot jetzt seit dem ersten Tag im Januar und höchste Zeit, jetzt mal sich auf lange Zeit anzuschauen, wie sich dieses Gerät bewährt hat, wie der Amazon Echo Spot sich in meinen Alltag integriert hat, ob ich ihn nochmal kaufen würde und ob sich vor allen Dingen die knapp 130 Euro für dieses Gerät lohnen oder ob ich diesen Kauf bereue. Der Amazon Echo Spot ist ja sozusagen das erste Mittelding von Amazon aus der Echo-Reihe, was sowohl einen Bildschirm bietet, als auch die klassischen Features des Echo. Und ich war damals sehr, sehr überrascht, sehr skeptisch, als dieses Gerät vorgestellt worden ist, weil es ja wirklich so ein Gerät ist, wo man mit einer gewissen Skepsis rangehen musste, da der Bildschirm auf dem Datenblatt zunächst einmal nicht besonders groß war und da es vor allen Dingen natürlich auch gerade im Gegenzug zum Amazon Echo Show ein Gerät war, was natürlich deutlich mit einem anderen Design auf den Markt kam. Ein Design, was mich ehrlich gesagt eher an einen Radiowecker zunächst erinnert hat, als an einen klassischen Amazon Echo. Allerdings hier musste man dann wirklich sagen, als das Gerät ankam und ich zum ersten Mal dieses Design gesehen habe, war ich davon schon sehr, sehr begeistert. Designtechnisch ist dieser Amazon Echo endlich ein Gerät, gerade im Gegenzug zum etwas klobigeren Show, was hier wirklich stylisch vorangeht, was ein cooles Design hat. Es ist klein natürlich, aber klein und kompakt, ein helles Display und hier wirklich alle Features und Funktionen super in kleinstmöglichem Raum zusammengefasst. Und man muss wirklich sagen, designtechnisch hat mich dieses Gerät bis heute nicht enttäuscht. Das Gerät ist auch immer noch ein paar Monate jetzt danach absolut auf der Höhe der Technik, absolut auf der Höhe der designtechnischen Möglichkeiten. Es macht unglaublich viel Spaß, vor allen Dingen natürlich auch, wenn man sich die verschiedenen Features anguckt, gerade die Uhr und so weiter in der Darstellung, ist einfach ein Hingucker und es ist einfach ein perfekter Mittelding Echo, was das Design angeht. Was die technischen Details angeht, ist das Ding genauso weit oder genauso nicht weit natürlich, wie auch ein Echo Dot, wie der normale Echo, wie der Echo Plus oder natürlich auch der Echo Show. Soll heißen, technisch, von der softwaretechnischen Seite, sind die Geräte weiterhin alle gleich. Da waren wir uns damals ja nicht so ganz sicher. Man hatte ja zunächst einmal befürchtet, dass Amazon vielleicht mit den Videogeräten eine ganz, ganz andere Richtung einschlagen will und hier vielleicht auch ganz andere Features, die jetzt nicht auch hardware-technisch natürlich möglich sind, sondern vor allen Dingen software-technisch auch möglich sind, zur Verfügung stellt. Das wurde nicht getan. Was man natürlich damit machen kann, was man natürlich nur mit dem Spot oder dem Show machen kann, sind weiterhin die Echo Calls. Das heißt, ich kann hier mit diesem Gerät Videotelefonie betreiben, sehe mein Gegenüber und ich selber sehe mich natürlich auch im Bildschirm und das wird wirklich sehr, sehr cool, trotz des dennoch etwas kleinen Displays. Allerdings muss man auch wirklich sagen, was jetzt hier bei diesem Gerät nicht so oft zum Tragen kommt, ist wirklich diese Bildschirm-Nutzen-Funktion. Beim Amazon Echo Show, ihr wisst das, habe ich sehr, sehr gerne hin und wieder mal nebenher Fernsehen laufen. Auch was sehr cooles ist, vielleicht auch ab und zu diese Bilderrahmen-Funktion und so weiter. Das alles nutze ich beim Echo Spot eher recht wenig. Hat natürlich einerseits damit zu tun, dass der Bildschirm viel, viel kleiner ist. Ich denke aber, bei mir ist es hauptsächlich der Fall, weil ich die Alternative mit dem Show auch habe und dann natürlich das Ganze Raum für Raum so platziere, dass in diesem einen Raum dann der Spot steht, in den anderen Räumen vielleicht ein Show steht, wo es dann auch irgendwie am besten passt. Und deswegen denke ich auch, dass es bei mir etwas zu kurz kommt, diese Features auf dem Gerät zu nutzen.
nutze ich viel den Echo Call, also dieses Amazon Echo Telefongespräch? Nein, ich persönlich bin absolut jemand, der sehr, sehr gerne, sehr viel auch telefoniert, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin dabei eher etwas aktiv, ich laufe viel rum und so weiter, deswegen war es bisher noch nie so mein Ding, an einer Stelle zu sitzen und mich mit meinem Gegenüber dann zu unterhalten, und da bin ich ja nun wirklich auch beim Echo Show und beim Echo Spot darauf angewiesen, dass ich auf der Stelle sitzen bleibe, denn sonst sieht mich das Gegenüber nicht, und deswegen ist das eher so ein Punkt, wo ich sage, diese Funktion des Echo Spot und natürlich auch des Echo Show auf der anderen Seite nutze ich nicht wirklich. Dennoch ist die Funktion super klasse, es funktioniert perfekt und man hat hier wirklich eine astreine Videoqualität. Insgesamt würde ich sagen, diese 129 Euro, die das Ding nun mal kostet, ja, sind absolut gerechtfertigt für den Echo Spot, da er wirklich ein absolut grundsolides Gerät ist. Das Gerät hat so gut wie keine Ausfälle, ist sehr stabil, ist im Design sehr, sehr cool, hat coole Homescreens, fügt sich wirklich nahtlos in diese Echo-Reihe ein und bietet einen schönen Ausblick auf die Zukunft. Und genau da denke ich, dass der Echo Spot in Zukunft auch ein sehr, sehr wesentlicher Teil dieser Serie bleiben wird, denn man kann auch einige Sachen an dem Gerät wirklich verbessern. Man könnte das Display randlos gestalten. Hier hat man noch immer diesen dicken Rand an der Seite, diese Lünette, die etwas zu groß geraten ist. Natürlich hat man die Kamera dort implementiert, aber ich bin sicher, dafür gibt es auch andere Möglichkeiten. Und man kann natürlich noch viel tun, was den Sound betrifft. Ich persönlich hoffe mir einfach vom Echo Spot 2, dass er noch weiter upgegradet wird, was das Soundsystem angeht, und dass man dann hier natürlich das Display noch etwas futuristischer gestaltet, vielleicht das Gerät noch ein kleines bisschen verändert, aber insgesamt wirklich ein Echo, der sich definitiv lohnt. Und wenn man jetzt auf der Suche ist nach einem optimalen Echo, würde ich schon fast sagen, guckt euch den Spot etwas genauer an. Natürlich kostet der Basis Echo Dot nur in Anführungszeichen knapp 40 Euro, wenn man ihn vielleicht zu einem guten Preis bekommt. Und da sind wirklich 129 natürlich schon ein Wort. Allerdings der Nutzen, der Mehrwert und vor allen Dingen dieser designtechnische Mehrwert, den ihr hier mit dem Echo Spot bekommt, ist schon sehr, sehr viel wert, gerade im Alltag, wenn man das Ding wirklich häufiger sich anschaut und wenn man natürlich auch ein bisschen, muss man natürlich auch etwas verrückt ist, nach Design und so weiter, dann ist der Echo Spot sicherlich ein interessanter Kandidat. Nichtsdestotrotz soll ja jetzt bald auch eine neue Echo-Serie rauskommen. Die Gerüchte verdichten sich derzeit. Das heißt, wenn ihr natürlich noch etwas warten wollt, dann wartet ein bisschen und guckt mal, was jetzt in Zukunft rauskommt. Die Gerüchte um den Amazon Echo Show beispielsweise, die verdichten sich ja, dass da demnächst ein richtig großes Upgrade rauskommen soll. Und ich denke auch, der Dot und der Basis Echo bekommen dann nochmal etwas neuere Gewänder verpasst. Von daher bin ich gespannt. Wie gesagt, von mir aus der Amazon Echo Spot noch immer ein absolutes Top-Gerät. Auch für diese Preiskategorie würde ich ihn jederzeit wieder kaufen und mal gucken, was so rauskommt. Vielleicht kaufe ich ja noch den einen oder anderen oder natürlich dann von der nächsten Generation spätestens, um ihn euch dann hier zu präsentieren. Was haltet ihr vom Amazon Echo Spot? Habt ihr das Gerät zu Hause oder sagt ihr, ihr wartet lieber auf eine nächste Generation, die vielleicht ganz, ganz anders ist? Schreibt mir das einmal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Freue mich auf eure Kommentare. Wenn ihr mich hier auf YouTube noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich auch super, super, super darüber freuen. Wenn ihr mir hier ein Abo da lasst, dann verpasst ihr nichts mehr. Mehrfach die Woche gibt es alle News, Reviews, Tests und so weiter aus der Smart Home und aus der Technikbranche exklusiv für euch hier auf YouTube auf meinem Channel als Video. Deswegen lasst ein Abo da, dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Und bis dahin wünsche ich euch viel, viel Spaß mit der Technik. Ich freue mich auf eure Nachrichten und freue mich vor allen Dingen auf das nächste Video mit euch. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.